haben gute Spawns, USP direkt bei Ribera. Ja, Kager. Eventuell sogar die USP gedroppt bekommen und Rüstung gekauft. Ja. Und oder Kagan wird von zwei Mann bewacht. Cosmo da ein bisschen defensiver, schaut er noch Richtung Mitte. Warten, auf was warten Sie? Würden wir gerne sehen. Ja, jetzt ist Mitte raus und dann wird jetzt der Go von Kissengang. Naja, sie ja, er faked dann nur. Kissengang standen sie zu dritt, gehen aber jetzt doch nicht daran. Also schneller Go zurück und dann Richtung Trainer A. Also ich glaube, die Faker am Kagan gehen dann auf den Kleinen. So sieht's aus, oder? Ja, ist schon. Also sie sind unterwegs auf jeden Fall. Flippen jetzt schon da, Lodens checkt da, große Rampe. Ja, und die Bedeutung des Spiels, damit die eben noch klar wird, wer dieses Spiel hier verliert, ist auf jeden Fall draußen. Wer das Spiel gewinnt, zieht einen in die Playoffs. Und jetzt kommt der Go über die kurze Rampe runter, von beiden Rampen gesehen. Macht nicht viel kassiert. Schneller Plant. Furby mit dem schnellen Plant. Jetzt kommen die HEs. Der EF mega low. Haben sie schön gemacht, sind dann nach vorne gegangen, aber kassieren direkt. Oh, Sierka holt immerhin einen und Flippen alleine gegen drei jetzt. Da wird er nicht viel anrichten können. Vielleicht immer mal gegen die Bombe stören. One on three, oh. Da wird aber gesehen. Eieiei, da muss er kippen. Da ist die Muni leer, Flecht und da kommen sie hoch. Und das ist die erste Runde für die Franzosen, die hier auch lautstark unterstützt werden. Aber die französischen und spanischen Fans beide in einem Block. Wirklich? Ja. Da links? Spanien unten, Frankreich oben. Oh, oh, oh. Also auf jeden Fall ein spannendes Match, was wir hier erwarten können. Dieses Match entscheidet, ob wir weiterkommen oder nicht. Und ja, vom französischen Team kennt man ja wahrscheinlich Diodel, Drizzer und Cosmo. Das sind so die drei Spieler, die man kennt. Lodon und Refs. Die T's haben wir gekauft, glaube ich, alles. Grants, ja, Diegel, Weste. Diegel, jawohl. Weste sehen wir auch. Bombe ist dropped. Schönes Weißwerk. 3 gegen 3 Situation. Waffe bei Ribera. 2 und 2. Cosmo hat eine USP. Ah, Furby hat mit der Diegel-Lodung gekillt. Und Ribera hat eine Farmers. Also, die beiden können jetzt hier die Runde holen. Viel AP hat es nicht abgezogen. Aber jetzt der Nachteil natürlich. Cosmo nur noch mit 16. Aber mit diesem Durchpratzen signalisiert er dann dem Gegner, dass er wegbleibt. Ein bisschen abgelenkt für den anderen, ja, der dann umgekommen ist. Ja. Gut gemacht. Gut zu Ende gespielt auf jeden Fall. Ja, Cosmo und Diodel, beide 4-0 Stats. Die Madfragger sozusagen. Jawohl. Jetzt Full Eco bei gutem Spawn. Haben sie nicht so gut gemacht, ne? Ja, obwohl sie da eigentlich die Bombe gelegt hatten, hätten sie vielleicht diese Runde einfach sparen sollen und dann in der dritten schon drauf. Richtig, ja. Aber gut, sowas weiß man natürlich immer erst später und nicht jeder hat einen Moon im Team. Richtig. Deswegen sind wir auch so stolz auf ihn. Flippen da mit dem Self-Kill. Furby probiert es nochmal an einem anderen Spot ein bisschen was zu machen. Flippen. Mit einer Sache. Ja. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall erstmal wirklich los, denn nun kann auch Existence hier Waffen kaufen, da sehen wir schon. Also alles, glaube ich, AK, keine wirkliche Arbe jetzt hier, aber dafür haben sie natürlich auch noch nicht das Geld. Aber wieder schlechte Spawns, wenn langsam Aufbau machen. So gucken, wie die CTs stehen und dann eventuell wieder faken. Was wir in der ersten Runde schon gemacht haben, mehr oder weniger. Ich glaube, es ist auch relativ häufig so, dass man in der vierten Runde dann nochmal die erste Runde irgendwie nachspielt. Dann ja, sowas Ähnliches vielleicht. Ja. Ja. Man kann den Spielstil dann schon ein bisschen absehen von dem Team. Dass sie vielleicht öfter faken werden. Kann schon gut sein, ja. Wie spielst du lieber Train auf der T-Seite? Wie eher so mit einem 2-2-1 spielt oder eher was Geschlossenes machen? Ja, also aufgrund der Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben. Ist natürlich 2-2-1 immer sehr, sehr gut, also so einen schnellen Rush spielen bei guten Spawns. Ja. Und wenn man natürlich einen schlechten Spawn hat, ist, wie gesagt, Faken sehr, sehr hilfreich. Auch gerne gespielt, aber geschlossen Mitte rauszugehen oder halt verzögert dann Mitte einzunehmen zusammen. Oder sowas. Ja.
das schon ganz gut an. Ja. Und hier der Fake funktioniert auf jeden Fall wieder. Ja. Siocco mit der Bombe, da am Trainer B kommt da ungestört. Rizzo, der Einzige, der da jetzt von der Base schaut. Ist aber nicht blind, kann direkt auf. Oh, schön. Und da mussten doch geholfen werden und Rizzo mit dem Double. Cosmo noch mit der Arme am Start. Ja, das war gerade schlecht gemacht hier. Nicht gut von den TC, ja. Aber hier kassieren sie die CTs wieder. Hinter den Slots zeigen sich blöd jetzt. Furby, aber Flip in den E-Kasten geholt. Furby jetzt letzter Mann. Könnte er doch machen. Oh, sehr schön. Und Cosmo mit der Arme, der Team-Captain hier im Spiel. Ja, vielleicht auch nur so ein Teammanager. Sitzt er in der Mitte? Ja, Cosmo in der Mitte. Hatte vorhin noch ein paar Monitorprobleme gehabt, aber das alles behoben. Das hat Opi behoben für ihn. Ja, der Teammanager mit Nickname Opi. Also er schaut aber alles andere als alt aus. Vielleicht schaut das Team nachher alt aus, aber im Moment läuft's gut, 4-0. Haben wir wieder Eco. Flippen da mit 8 HP, wird dann natürlich weggeholt, der F an dem E-Kasten. Die gehen da sehr stupide einfach in den Ecos immer drauf. Also so ein wirkliches Ziel haben die da anscheinend nicht. Ja. Wobei man halt natürlich sehr gerne die Bombe legen würde, aber irgendwie interessiert die das nicht. Der F zusammen mit Ribeiro, die beiden ältesten Spieler im Team mit 23 Jahren. Damit eigentlich auch schon ein recht erfahrenes Team, was das Alter angeht. Und ja, die fünfte Runde. Wichtige Runde jetzt, ja. Was genau. Die braucht hier jetzt wirklich das Team von Spanien. Sie haben hier nochmal gekauft. Wenn diese Runde auch wieder in die Hose geht, dann gibt man einfach zu viele Runden ab und keine wirkliche Chance, dann auch großartig als T dann aufzudrehen irgendwann. Schön gegengeflasht. Und jetzt gleichzeitig überall der Go, aber First Break wieder von den Franzosen. Ah, den hätte er müssen. Schade. Da ein bisschen erstmal falsch geschaut. Somit Glück für Rebearer. Ja, Cosmo steht noch gut. Ist gar nicht gesmoked, glaube ich. Sieht alles da. Ja, man den hat Überblick gesehen, noch. Dass da die E-Kasten rausgegangen sind. Aber da kam Lodun schon von hinten. Lodun macht einen guten Job. Der Lude. Siocco und Rebearer. Und Rebearer fällt. Siocco jetzt letzter Mann gegen 3 wieder. Siocco ist natürlich der Fragger im Team und er kann sowas auch machen, aber schöne Teamflash hier. Die Franzosen stehen im Moment einfach gut. Und wo sollte er jetzt über. Ja, und der AI hat gesessen. Kommt da am Kager so. Und zieht ihn nach oben. Schön, 3 Leute nur verloren, obwohl die so gut mit rausgekommen sind am Anfang. Mit ihren Smoke Flashes. Ja. Stehen auf jeden Fall sehr solide, die Franzosen. Ja. Und spielen eigentlich ein bisschen defensiver. Also, wenn wir jetzt das Spiel vergleichen mit dem Spiel zuvor, was wir auf Train gesehen haben zwischen Belarus und der Ukraine. Ja, da hat DTS natürlich sehr viel Druck gemacht. Ja, und genauso auch Belarus in der ersten Halbzeit als CD. Jetzt geht's. Die haben wieder gekauft. Mitte wieder einer raus. Scheint wieder so ein Mini-Fake zu werden. Da wir hiermit beschleuchtet wurden. Ja, jetzt geht's über die kurze Rampe runter, aber schon wieder 2 Leute von den Spaniern tot. Die nächsten Hits sitzen hier. Alle angeschlagen von den Spaniern und bei den Franzosen leben noch alle 5. Jetzt wird der Sport hier an A zurückgeholt. Nur der Ribeiro. Und schön, dass wir hier alle 2 schöne Headshots, haben. Ja. Ja, 7-0. Und nun muss hier Spanien wieder in die Sparrunde gehen. Sieht nicht gut aus für die Spanier. Also zweimal jetzt nicht die Bombe gelegt. Ja, müssen jetzt eine Nein, sie kaufen wieder Sie wollen es wissen. Jetzt haben sie aber gute Spawns. Jetzt macht es natürlich Sinn, aber wir müssen auch was draus machen jetzt. Jetzt gehen sie zu 4. K-Gang. Oh. Ja. Flippen wird da Flächen für K-Gang. Also es könnte sein, dass sie da an der Grundlinie da mit den Flächen überraschen können. Jetzt muss die Flash schon kommen von der Mitte aus. Und jetzt schöne Smoke. Jetzt können sie rumkommen, aber sie schaffen es hier nie, den First Frag irgendwie zu machen. Und auch total blind, die Jodel wieder hinterher. 3-3 Situation. Also noch ist ausgeglichen. Cosmo fängt da Hits, jawohl. Und nun das erste Mal hier der Vorteil, großartig im Spiel und das muss es jetzt sein. Und wenn sie das jetzt auch so angeben, haben sie auch nicht verdient am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Lodon, jawohl. Ja, haben sie gut gemacht. Sehr schön. Ein bisschen was riskiert, nochmal gekauft, obwohl sie eigentlich wenig Geld hatten, glaube ich. Sind K-Gang gerusht. Scheint ja das richtige Rezept gewesen zu sein.
Sehr gut. Auch das eine beliebte Piston-Round-Taktik eigentlich. Dass die Mitte ja. da flecht Richtung K-Gang. Ein früher oft gespielt, deswegen ja, mittlerweile ja. bekannt. Mittlerweile zu bekannt, ja. ja. Was würdet ihr jetzt machen als Mitte, wenn ihr da 7-0 oder auf 7-1 zurücklegt? Als T, ja, dann würden wir uns erstmal besprechen in der Base. Also eine Sparrunde machen. Genau. Und dann drüber reden, was die Gegner spielen, was wir dagegen spielen können. Ein paar Meinungen einfangen und dann halt auf einen gemeinsamen Nenner kommen, wenn es geht. Und womöglich B angreifen. Oder wieder First Frag. Also die Franzosen, super. Immer machen sie hier ihren ersten Frag. Aber das zu wenig war jetzt. Aber auch die Spanier hier, JF, mega low. 5 HP vielleicht. Jetzt müssen sie ein bisschen defensiver spielen, dann haben sie die Runde. Ja. Schön. Jetzt spielt sich da schön zurück. JF. Oh, das kann doch nicht sein. Gerade. Gibt's doch gar nicht. Jetzt Prinzer und Cosmo, aber da fängt er sich hier diesen Schuss ein. Er hatte natürlich nichts mehr und musste da rausgehen, denn die Bombe wurde schon undiffused. 8-1. Für wen bist du eigentlich? Ja, eigentlich schon für die Franzosen. Ja, okay, ich auch ein bisschen, muss ich zugeben. Aber du bist ja, glaube ich, so ein... Wie bitte? Du bist ja nah an der Grenze an Frankreich. Naja. Das verbitte ich mir doch als Mainzer. Ah, Eko auf klein. Ja, und da die... Lodon macht das ja sicher. Verlegt. Nein, aber du bist... Französisch sprichst du, kannst du? Nee. Da auch nicht? Nee, gar nicht. Du etwa? Nein, auch nicht, okay, ah, danke. Ich hatte es 4 oder 5 Jahre, glaube ich, aber... Du musst ja was können. Übrig geblieben ist wirklich nicht. Ja. Ich kann meinen Namen sagen, das reicht. Und fragen, wie es dir geht. Jetzt spielen sie... Ja. So, wieder was anderes. Mitte verspätet einnehmen wahrscheinlich. 2 Pop-Doc, 2 Mitte, einer K. Und damit lassen sie jetzt erstmal den Franzosen wieder viel Zeit, sich aufzustellen und zu positionieren. Sieht aber sehr nervös aus, was der Cosmo macht mit der AWP. Das machen sie schön, ne? Wir haben K-Gang noch einer versteckt. Jetzt Mitte wird da ein bisschen durchgebratzt von den CTs. Oh. Schön. Direkt gerochen, dass es ein Fake ist. Jetzt müssen sie eigentlich umstellen. Ja, Rivera zieht sich da schon zurück aus der T-Mitte. Und sie schieben direkt rüber zum Trainer. Ey, da ist Flippin jetzt mit der Bombe, kann planten, aber hier gegen 3 Situationen. Und im Moment ist nur Flippin an diesem Spot. Also wenn jetzt hier schnell der Zugriff kommt, dann könnte es hier Frankreich machen. Aber nun haben wir auch Furby schon wieder dabei gesehen. Oben steht noch einer drin. Oben steht auf jeden Fall noch einer drin. Nur noch Rivera. Und der kommt jetzt über die kurze Rampe runter gegen 4. Und da machen sie es wieder. Die Runde für die Franzosen. Bombe defused. Schön von den Franzosen, aber die Spanier hatten nicht wirklich die vorteilhaftesten Posis, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben es ja nicht genau sehen können, aber eigentlich ja. müssen sie das trotzdem halten bei gelegter Bombe. 3 gegen 4. Alle viel HP. Vorteil haben sie auf jeden Fall. Ja. Ja, vielleicht etwas problematisch, dass der Flippin erstmal nur alleine war und nicht wusste, ja. wo soll er am besten hin. Ja. Er weiß, dass die anderen beiden von hinten kommen und sich um die kleine und große Rampe kümmern können. Also vielleicht hätte er sich ein bisschen Position offensiver da, freier Zug oder sowas suchen sollen. Ja. Jetzt wieder schnell bei den K-Gang, ja. Jetzt machen sie das, was vorhin schon geklappt hat. Ja, und... Und der Gegner war am Kleinen. Franzosen schnell wieder verschieben, Flächen hier komplett die K-Gang. Ja, die sind da alle mega blind, können da reinhalten, super gemacht. Sehr gut gemacht, ja. Perfekt wieder die K-Gang da eingenommen. Wussten natürlich auch, was sie spielen. Ja, die haben den Großen aber mehr oder weniger auf den Retake gespielt, glaube ich. Ja. Weil die kamen ja gerade von der City Base, oder? Sag ich doch richtig. Genau, 2 Stück kamen da über die City Base. Ja. Haben da schön geretaked auf jeden Fall. So muss das sein. Also bei den Franzosen klappt es jetzt einfach wieder. Ja. Es ist jetzt nur eine Runde überholt und dann sieht man eben, wie schwierig es ist, wenn man ein wenig innovativ ist im Spiel. Hm. Was würdest du sagen, wo liegen jetzt hier die Probleme? Ja, sie holen die Runde im Kager, mehr oder weniger vorhin, diese einzige Runde, und dann spielen sie direkt wieder ihren Standard, wo sie die ganze Zeit kassiert haben, und jetzt spielen sie gar nichts Gescheites mehr. Also gerade eben nochmal diesen halbherzigen K-Gang-Rush gespielt, aber
war ja auch nicht wirklich gut. Wir müssen halt gucken, dass jetzt vielleicht diesen Kargang-Rush mal anfaken, ja, ohne dass der direkt stirbt. Sie haben jetzt wieder einen Beagle gekauft, der Rest nur eine, der Rest, also vier Leute haben eine Glock gekauft. Ist sowas jetzt ein Nachteil oder kann man sagen, okay, Siocca, kauf dir eine Deagle, du hast genug Geld, dass du nächste Runde eine Waffe hast, also, oder sollte man darauf dann lieber verzichten? Ja, das macht man bei uns ja auch gerne, also wenn wir auch so zwei, drei Spiele das gerne mal machen, um vielleicht wieder ein bisschen besser ins Spiel zu kommen mit einem Deagle-Headshot oder so, aber rein geldtechnisch ist das keine gute Sache, es sei denn, du hast jetzt, was weiß ich, 8000, dann kannst du auch gleich zwei Waffen legen. Ja. Also es macht eigentlich nie wirklich Sinn. Es sei denn, du musst sowieso zweimal sparen und dann kannst du ja auch eine Deagle gönnen. Aber sehen die Franzosen alle, oh, jetzt in den Stats mit zweistelligen Frags. Ja, das machen sie, glaube ich, ganz gut. Versuchen sie, mit der AWP auf den Kleinen zu gehen, da den Frag zu holen, nehme ich mal an. Ja, die Franzosen auch? Irgendwie immer stärker unterwegs. Letztes Jahr war es Emulates. Ja. Boah, schön gebankt hier. Ekelhaft. Ja, gut gemacht. Und das, was sie hier zeigen jetzt im Moment auf der CT-Seite, ist auch nicht schlecht. Also die Hits sitzen gut. Hier schön wieder den Fuß gesehen. Hat auf jeden Fall DF dort gehittet. Sehr gut. Ah, schon offensiv vorne, der Flippin. Ja, das ist auf jeden Fall das richtige Rezept, aber leider ein bisschen zu spät. Nur eine Runde zu spielen. Ja, mit 12-3 können sie sich wenigstens erlauben, nicht mal wirklich können sie sich erlauben, dann die Pistons zu verlieren, denn sie stehen dann als CT und wenn sie die Pistons verlieren, brauchen sie auf jeden Fall zwei Runden, um dann wieder zu Waffen zu kommen und dann müssten sie jede Runde gewinnen, ohne eins einzige mehr abzugeben, um dann noch ein Unentschieden zu holen. Das auf dann, so würde, dann würde die Score Difference entscheiden und da weiß ich jetzt nicht, wie beide Moment dastehen. Ich habe aufgepasst, was sie hier spielen. Wieder so ein Split. Rivera über Kargang, Flippen über Popdog raus, aber schön geflasht. Da geht's ja, offensiv machen, auf den Das machen sie jetzt so gut. Das können sie gut halten, die Franzosen. So, Rivera im MTW. Schön auf den Zug gesetzt. Der EF. Und jetzt wissen sie wenigstens, wo hier der EF ist. Cosmo und RZA, die beiden letzten Verbleibenden für Frankreich. Und sie machen es. 13-2 also für die Franzosen hier gegen die Spanier. Und das mal kein klares Ding wird. Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz so zusammenfassen, wo hier die Stärken von eSport EU waren oder auch die Schwächen jetzt von Existence. Ja, also die Franzosen haben eigentlich, würde ich mal sagen, Standard gespielt, mehr oder weniger. Ihre Spots normal verteidigt, am Anfang mit vier Leuten, glaube ich. Und dann einen immer am Kleinen gelassen und die Spanier sind mehr oder weniger blöd reingerannt. Die haben keine guten Splits gespielt. Die Fakes wurden sofort aufgehalten von den Franzosen, die da immer in den Kargang so einen schönen Trick gemacht haben. Halt einen hinter die Kiste gelassen, ne? Der andere zieht mit AWP, sofort den gekillt, der da gefaked hat und dann direkt verschoben. Also die haben das schon gut gespielt. Die Franzosen am Anfang der Runden eigentlich immer ein bisschen defensiv. Dann, wenn sie haben auf First Frag gespielt und wenn sie den gemacht haben, dann ging es auch mal ein bisschen offensiver. Ja. Jetzt sind wir Pop-Top Go. Mit drei Mann, vielleicht sogar vier. Gehen da schnell vor. Werden aber gehittet vom Viererzug aus. Rock liegt an der Vier. Schön direkt hier in die Mitte geholt. Gut gerusht dort rein. Und Flippin. Ist alles sehr low. Kein Plan, irgendwie was abgeht. Ach du. Oh, Derby! Warum wird der denn nicht gedeckt? Der muss doch da gedeckt werden, aber ich glaube, der war schon auf die Smoke. Da wird er ein bisschen abgefangen. Keine Chance. Ja, gut gemacht von Spanien. Keine Chance von Refs, da irgendwas zu machen. Aber das war wieder so ein Ding. Das haben wir auch zuvor bei den Spaniern gesehen, dass da der Bombenleger nicht irgendwie gecovert wurde und jetzt auch hier in der Pistol Round. Eigentlich ein klares Ding, schön rausgespielt, Bombe muss gelegt sein eigentlich. Ja, er hat ein bisschen zu viel Angst gehabt mit seinen, ich weiß nicht, was er hatte, 20, 30 HP. Aber ja, nicht ich weiß nicht, so, ob die Smoke da halt wirklich noch so krass gestört hat, aber die lag ja auch vom Anfang der Runde. Das scheint schon mal eine bessere Eco zu werden, also eine langsame, durchdachte, wie das hier aussieht. Ja, wieder Richtung Trainer A. Mit der Granate da. Vier Mann, einer wartet, Pop-Dog noch. Das ist schön zu sehen, sie haben sich was ausgedacht für die Eco. Vielleicht sind sie erfolgreich. Scheint auf Arbe zu sparen, denn der Einzige, der hier keine Waffe hat, nur USP, sieht jetzt da die Köpfe, aber schaut halt erstmal nach unten. Also
Also machen Sie, und damit dürft ihr Flippin jetzt hier Arbe kaufen. Nun kauft. Er kauft halt nur M4. Vielleicht, ob sie jetzt vielleicht versuchen, falls ihr einer jetzt irgendwie noch eine Waffe verliert oder so, in irgendeiner Runde, dass Flippin dann wenigstens legen kann, dass man wieder full equipped ist. Auch das könnte eben sein. Ja, schon wieder was. Eine Flash mit raus. Oh, oh, er läuft da genau rein. Gegen die Glockner von Cosmo. Kirby. Ja, und jetzt macht's hier Cosmo. Schade, wieder nicht die Bomben gelegt. Cosmo letztes Mal gegen 3. Ja, er schafft es halt echt noch mit seinem Lower B. Macht ein paar schöne Frags noch, ja. Mit seinem Lower B immer noch Kills zu machen. Also er hat 3 Waffen rausgeholt, ne? Sehr, sehr nice, ja. Ja, sehr gut. Und schön mit der Glock dann natürlich direkt erstmal reingerannt und die Frags gemacht. 3-0. Und jetzt die entscheidende Runde hier für die Franzosen, die damit jetzt erstmal einen Grundstein legen können. Haben hier gekauft. Wir sehen M4. Ja, und es geht Richtung kleinen Spot. Und das sehr, sehr schnell gegen das Team von Existence. Und da kommt die AJ von Flippin. Einer muss noch an der großen Rampe stehen. Flasht gegen, versucht Zeit rauszuholen. Ja, und keiner ist irgendwie mit dabei. Flippin am Vierer zurückgegangen. Das ist... Und verzögert der Go. Jetzt geht's wieder zurück. Die Franzosen wieder zurück. Wo war denn Cosmo? War er mit dem AWP? Ja, Richtung Popdog stand er, glaube ich. Okay. Und Ref schafft es hier nicht, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Sehr, sehr lange gebraucht, aber Überzahlspiel für die Franzosen. 4-2 Situation. Flippin offensiv nun über die kleine Rampe. Schön, oh, Cosmo wieder in den Frack gemacht. Flippin letzter. Ah, Drizza. Okay, Furby. Scheinbar auch noch ein Start gewesen, aber jetzt Flippin. Oh. Da holt er den wichtigsten Spieler aus dem Spiel. Aber leider hat sie nicht mehr gereicht. Cosmo, sehr, sehr wichtiger Spieler fürs Team. Also macht sehr wichtige Flex. Bis jetzt. Sitzt zurecht in der Mitte, würde ich mal behaupten. Definitiv. Ja, und in der Regel werden hier 30 Runden ausgespielt. Und ich garantiere dir, sobald hier die 16. Runde gefallen ist, werden die Spanier eigentlich das Spiel lieben. Denn sie wissen, dann sind sie definitiv ausgeschieden. Die Franzosen wären durch. Und jetzt hier... Diegel, Farmers bei den Spaniern. Einmal M4 bei Siocco, also dreimal Diegel. Die Franzosen spielen wieder sehr breit. Oh, da hat er gerade kassiert, oder? Ja. Gegeben. Das wird wohl wieder ein kleiner Fake von ihm. Und Siocco kann hier erstmal den Go stoppen. DF und jetzt noch Cosmo und Lionel und DF. Oh, Cosmo wieder. 2-3 Situation, Bombe ist gelegt. Damit Vorteil eigentlich jetzt hier für die Franzosen, aber. Sehr schön. Und Rivera nur mit Diegel ist down und damit DF letzte Mal und das kann jetzt hier werden. Und Cosmo ganz, ganz wichtig. Sehr, und jetzt von 2 Mann umringt aus einem Team. Herrlich gemacht. 15-15, dass er da die Nerven behält. Unterzahlspiel. Und sie kriegen es tatsächlich gedreht. Also, eigentlich müssen sie hier gewinnen und das definitiv verdient. Ja, in der Tat. Also, ich spiele auf jeden Fall das bessere CS im Moment. Klüger und jetzt Aim natürlich. Diegels. Diegels nur bei Existence. Full Diegel Round. Und da gibt es erstmal 2 schöne Shots gegen Siocco und Rebearer. Das müsste jetzt eigentlich die letzte Runde sein. Jawohl. Drizza mit dem Kill an Furby. Spielen sie genau richtig jetzt. Etwas langsamer, ein bisschen mehr auf Aiming gehen. Jetzt eigentlich nur noch 2 Mann da. Rebearer flippen, beide low, flippen fällt. Rebearer fällt, flippen fällt aber eigentlich auch gleich. Ja, und jetzt der letzte Mann. Ulo flippen. Hat eigentlich nichts mehr gegen 4 Mann. Und das muss der Sieg sein für die Franzosen. Das wird der Sieg sein für die Franzosen. Und damit werden die Franzosen hier in die Playoffs einziehen. Ja, da hinten ist er. Lobo macht es.
Und das ist das 16 zu 5. Der Sieg für die Franzosen, die damit in die Playoffs einziehen. Und Russland damit auf der 1. Die Franzosen auf 2, sehr schön. Und die Spanier dritter, die Spanier. Spielen die aber weiter, aber müssten sie eigentlich gar nicht, weil... Ja, ist ja so. Ja, eigentlich schon. Gestern im letzten Spiel... Aber wir mussten auch gestern auch weiterspielen. Ja, bei uns im letzten Game sind sie dann einfach rausgegangen. Ja. Der Ordnung halber muss man es eigentlich noch machen. Ja, seinen Fans wenigstens noch die letzten Runden genau. Bieten. 17 zu 5. Und das wird jetzt hier natürlich schnell runtergespielt. Ja, die ersten Fans gehen auch schon. Ja, also. Das Match ist vorbei, wie gesagt. Dankeschön.